Yo, wir sind heute im Bus und fahren nach Enschede, weil heute ist Frohleichnam alles zu, aber in Holland nicht. Ich bin hier mit Sascha. Und dem pakistanischen Gesang. So Leute, wir gehen jetzt in den Rewe unseres Vertrauens. In Münster ist der zufällig auch sonntags und an Feiertagen offen, weil das so wie dieser Penny am Kiez, wisst ihr, wir haben so eine Obdachlosenplage hier und so Junkies. Und ja, dann ist der halt auch sonntags und feiertags offen für die. Aber ich identifiziere mich auch als einer von denen, deswegen darf ich hier auch rein. Heute keine Sardinen, Digga. So, das haben wir gekauft. Das Gute ist, da waren nur grüne und rote drin und drei gelbe. Einen hat er gegessen. Er und er. Weil ich boykottiere die gelben Leute, das ist wichtig. Jo, wir sind hier im niederländischen Jumbo-Markt. Da sind die Männer. Dieser Mann ist im Begriff, sich ein Baguette zu kaufen mit Schweinefleisch. Ich schmeiße jetzt das Baguette. Das werde ich kaufen. Leute, das werde ich einfach erkaufen. Jo, also der Einkauf bei Jumbo wurde beendet. Ja? Aber nein. Wir essen auf jeden Fall dieses Baguette. Mit Schwein, mit diesen Schweinesoßen. Ja, ja. Vielleicht auch Taurin drin, man weiß nicht. Ja, und ein Getränk haben wir gleich auch. Ich habe diesen Pornstar Martini gekauft, Leute, ich muss ihn nicht testen. Jo, wir sind hier jetzt bei Lidl angekommen, in Holland. Wir checken jetzt gerade die Chips ab und Paprika-Chips sind ja einfach blau. Und die Lidl-Salz-Chips sind einfach rot. Genau andersrum wie in Deutschland. Dieser Mann da vorne wurde verarscht und denkt, wir hätten noch 10 Minuten, bis der Zug kommt. Jetzt muss er sich sputen. Da fehlt ein Teil, wie man sehen kann. Das befindet sich hier in dieser Tasche. Bruder, wem gehört die Tasche? Es wurde geschoren von Was geht, Leute? Wir haben hier Zuschauer getroffen. Die haben mich getroffen und den Kegeltypen. Richtig glücklich, dass sie den Kegeltypen getroffen haben. Wer ist krasser, ich oder der Kegeltyp? Ich bin ehrlich, ich glaube, der Kegeltyp ist krasser. So. Der hat krasse Bizeps. Der hat sehr krasse Bizeps. Also, für Geld jetzt? Nein, Spaß. Keine Ahnung. Aber ihr hattet den lang nicht mehr auf der Folie, oder? Ja, ja. Oder wo ich ihn noch hatte, war ich noch... In Corona-Zeiten, glaube ich. Bist du 30? Oder ich bin sein Vater. Oder 30, ne? Jetzt du? Ja, warte, ich auch. Yo, ich grüße Orlandos Mama. Dankeschön. Kein Ding, kein Ding.